Buongiorno a tutti. I nostri sabati mattina degli eventi letterari sono sempre un appuntamento speciale che coincide con il premio Enrico Filippini. Non sto a dire cos'è stato Enrico Filippini per la cultura non solo svizzera, ma anche per la cultura italiana e per la cultura tedesca. Insomma, l'attività strepitosa di diffusore e di promotore della cultura svizzera in Italia, della cultura italiana in Svizzera, la sua attività all'interno delle case editrici, di case editrici molto importanti come la Feltrinelli, come il Saggiatore, come Bompiani. Ricordo, per esempio, questo vi accorgerete sarà molto importante oggi, ricordo che Enrico Filippini è stato traduttore di Friedrich Dürrenmatt e anche di Frisch, e quindi ci sono molti aspetti che naturalmente che poi interessano la nostra giornata di oggi e il perché abbiamo scelto di dare il nostro premio quest'anno a Philip Kehl e a Diogenes Verlag. Dirò in più che Diogenes, ma poi naturalmente ci saranno delle motivazioni che spiegheranno bene tutta la ragione per cui abbiamo scelto questo importante editore, che è uno dei più importanti editori in Europa, ma insomma questa è un'ovvietà. Tra i motivi c'è anche il fatto che la casa editrice Diogenes è una casa editrice che ha agito molto da ponte nei rapporti con la cultura italiana. Io ricordo che la prima persona forse che mi ha parlato in termini entusiastici di Daniel Kehl, il fondatore, è stata Inge Feltrinelli. E devo anche aggiungere che io ho avuto il privilegio di intervistare Daniel Kehl, fondatore della casa editrice, di intervistarlo nel 1995 per il Corriere della Sera, era a Francoforte e quell'anno era l'anno in cui Diogenes pubblicava Susanna Tamaro con grandissimo successo, non solo in Italia ma in Germania, appunto grazie a Diogenes. E ricordo anche che Daniel Kehl mi disse che aveva una grande ammirazione per la cultura italiana, ma anche con qualche elemento contraddittorio. Diceva che aveva grande entusiasmo per Federico Fellini e per la stessa Susanna Tamaro, ma Giulio Andreotti gli metteva una grande tristezza. Ecco, mi ricordo di un incontro molto bello e molto ricco e divertente. Raccontava anche il suo incontro con Federico Fellini. Raccontava il suo incontro con Federico Fellini a Roma, a Cinecittà, e mi raccontava di una spaghettata nel suo ufficio. Questa spaghettata nel suo ufficio che e poi ha procurato insomma, dei rapporti molto stretti con Fellini e anche la possibilità per Diogenes di avere i diritti internazionali di Fellini, cosa veramente straordinaria e clamorosa. Quindi poi non sto a dirvi naturalmente che io ho qui la lista dei premi Filippini assegnati in questi ultimi 10 anni e sono tutti nomi bellissimi, da Klaus Wagemach, che è stato presentato con l'audazio dalla stessa Inge Feltrinelli, Renata Colorni presentata da Claudio Magris, eccetera eccetera. C'è anche nel 18 è stato premiato Erralde, editore prestigiosissimo di Anagramma, e c'era Carlo Feltrinelli, e insomma poi Elisabetta Sgarbi, eccetera eccetera, fino all'appuntamento di oggi che ci rende
Felici con Philippe Kehl. Io lascio la parola, dunque la mattinata si svolgerà così. Adesso cederò la parola a Concita Filippini, figlia di Enrico, che leggerà la motivazione e chiamerà l'editore, dopodiché Mike Albat leggerà l'audazio e ci sarà una discussione con Shelley Kupferberg, l'ho pronunciato bene un po' saltellando, ma insomma. Bene, buona giornata e buona mattinata. Grazie. Buongiorno signore e signori, io sono, come mi hanno annunciato, Concita Filippini Steinemann e io vi leggo la motivazione del premio Enrico Filippini per il Diogenes Verlag. Poliedrico, solido, sorprendente, così si potrebbe definire il programma della casa editrice Diogenes. Fondata a Zurigo da Daniel Kehl nel 1952. Anch'io sono stata fondata nel 1952, deve essere una buona annata. Esattamente 70 anni fa, la casa editrice ha avuto uno stile tutto suo, sin dall'inizio. Qui hanno trovato una sede di editoriali illustratori straordinari, come Thompi e Tommy Ungerer, il cui canzoniere, Das große Liederbuch, ha plasmato l'immaginario di intere generazioni, come i suoi libri illustrati. Diogenes è riuscita sempre a unire in modo originale titoli nuovi e titoli già consacrati. Accanto ad autori classici come Balzac, Chekhov, Mark Twain, si trovano gialliste come Patricia Highsmith, Ingrid Noll e Donna Leon. Con Alfred Anders e Friedrich Dürrenmatt, Diogenes ha segnato storia della letteratura. In seguito ha fatto circolare in tutto il mondo i romanzi di Patrick Süskind e di Bernhard Schlink, qui presente. La casa editrice ha preservato la propria indipendenza fino ad oggi, vantando un interesse ad ampio raggio nel panorama letterario, compresa l'attenzione alla cultura italiana, come abbiamo sentito anche prima, da Fellini a Tamaro. Con grande ricchezza di idee e notevole abilità editoriale, dal 2012 Philippe Kehl porta avanti la tradizione del padre, aggiungendovi una nota personale. Il suo persistente carattere di laboratorio alla ricerca del nuovo e alla rilettura originale della tradizione avvicina il Diogenes Verlag al mondo di pensare e di lavorare che è sempre stato tipico di un intellettuale come Enrico Filippini. Dunque, per questo merita il riconoscimento che le consegniamo oggi con grande entusiasmo. Grazie tanto, mi metto qui. Ja, einen wunderschönen guten Tag, buongiorno, schön hier zu sein an diesem wunderschönen Tag am Lago Maggiore. Philipp Kehl, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich darf jetzt, wie es üblich ist für eine Preisverleihung, eine Laudatorin auf die Bühne bitten. Sie wurde bereits
hier angekündigt, eine der künstlerischen Leiterinnen dieses Festivals, die Journalistin und Literaturkritikerin Maike Albart. Buongiorno e benvenuti. Lieber Herr Kehl, liebe Frau Geiger, liebe Frau Bergenthal, cari Diogenesiani, carissima Conchita Filippini, meine Damen und Herren, cari amici. Einen Philosophen als Namensgeber, noch dazu einer, von dem es heißt, er habe in einer Tonne gelebt und darauf bestanden, man solle ihm aus der Sonne gehen. Diogenes, besser hätte es ihr Vater, lieber Philipp Kehl, nicht treffen können. Dazu passt auch, dass alles mit einem alten Waschmittelkarton begann, der unter dem Bett ihres Vaters in einem Zürcher Untermietzimmer lagerte. So wird es zumindest erzählt. In diesem Karton verwahrte Daniel Kehl 1952 seine Unterlagen, als er seinen ersten Band mit Cartoons des auf so freundliche Weise bösartigen britischen Zeichners Ronald Searle aus Cambridge herausbrachte. Und da wir nun schon bei dem Buchstaben D wie Diogenes angelangt sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein kleines ABC des Verlages zu entwerfen. Kein vollständiges, was unmöglich wäre, aber vielleicht ein markantes. Beginnen wir bei A, wie Anfang. Den Anfang machte ihr Vater als junger Mann vor 70 Jahren, nachdem er das Gymnasium geschmissen und eine Buchhändlerlehre absolviert hatte. Schon seine ersten Entscheidungen waren gleichermaßen von Wagemut, Instinkt und einem Bewusstsein für Qualität geprägt. Im piefig ängstlichen Deutschland hätte sich niemand getraut, Ronald Searle herauszubringen. Daniel Kehl tat es. Und er überzeugte ausgerechnet Friedrich Dürrenmatt, ein Vorwort für den Band zu verfassen. Dass Kehl später selbst Dürrenmatt verlegen sollte, war damals noch nicht vorstellbar. 2 Jahre später stieß sein Kindheitsfreund Rudolf Betschart aus Einsiedeln hinzu und übernahm zunächst in seiner Freizeit die Inhalte des Waschmittelkartons, ergo die Geschäftsführung und Organisation des Verlages. 1961 trat er hauptberuflich in das Unternehmen ein. B heißt natürlich Bilderbuch. Ohne die Bilderbücher von Tomi Ungerer, da bin ich mir sicher, ist eine deutschsprachige Kindheit nicht vorstellbar. Ich kann noch heute die Zeichnungen aus dem Zauberlehrling im Schlaf beschreiben, wie der junge Mann in Strumpfhosen in der Hexenküche Knoten in Schlangen macht oder wie sich plötzlich die Besen teilen und als entfesseltes Besenrudel über die Wendeltreppe eilen. Genauso einprägsam sind die großformatigen und oft mit herrlichen, derben Details ausgestatteten Bilder Ungerers aus dem großen deutschen Liederbuch. Für die kindliche Betrachterin waren es regelrechte Schauparadiese. Denn auch hier hat immer das Freche, Gemeine seinen Platz. Piesacken kommt ebenso vor wie innige Umarmungen und Küsse und nichts davon wird didaktisch aufgefangen. Da wird zum Beispiel ein blaubestrumpfter Geiger in Kniebundhosen mitten im Spiel von einem kleinen Hund in die Wade gebissen, sodass er aufjault, zusammenzuckt und ihm die Brille von der Nase fliegt. Oder man kann sich in das Bild eines Mönchs versenken, der selig betrunken im Bett liegt, die Flasche noch auf dem dicken Bauch, das Weinfass neben sich, während etliche Vögel neugierig zum Fenster hereinfliegen und sich auf seinem Fuß niederlassen. Es handelt sich um die Illustration des Liedes »Bruder Jakob, schläfst du noch?« Genauso einprägsam waren die Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu der Geschichte über das rauflustige Katzenkind Tobi Tatze, kein Kuss für Mutter, dem die Zuneigung der zärtlichen Mutter zu viel wird und der eines Tages sogar im Krankenrevier von Schwester Dragonia landet, wo ihm ein Ohr angenäht werden muss.
Zu den großen umwälzenden Lektüreerfahrungen meiner und vieler anderer Kindheiten gehört außerdem »Wo die wilden Kerle wohnen« von Maurice Sendak, das 1967 in deutscher Übersetzung von Claudia Schmölders bei Diogenes erschien. Wie Max sich in die Urwälder der wilden Kerle vorwagt, sich nicht von ihnen einschüchtern lässt, mit ihnen durch die Landschaft tanzt und sogar zum König gekrönt wird, befeuert bis heute die Fantasie ganzer Generationen. Die Mischung aus Angstlust, dem Genuss des Unheimlichen und herrlicher Omnipotenz tut jedem, der sich in dieses Bilderbuch vertieft, gut. Das C steht für Cartoons, die von Searle, aber auch von Sempé, später von F.K. Wächter, um eine ganz subjektive Auswahl aufzuzählen. Und wieder habe ich sofort eine Zeichnung vor Augen. Eine Gans, die ihren Kopf in einen großen Schuh gesteckt hat und nun mit ihrem langen Hals eindrucksvoll Kopfstand macht, laut denkend, wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein. Während neben ihr ein kleines Schwein steht, das andächtig schaut und voller Bewunderung sagt, toll. Es sind nicht nur der Witz und die zeichnerische Sorgfalt, die Wächter und auch Diogenes kennzeichnen, es ist auch der schräge Blick auf die Welt. Genau dies bewirkt eine spezielle ästhetische Erziehung. Das D hatten wir schon, wir überspringen das E und landen beim F. Und da muss unbedingt der Begriff der Freundschaft fallen. Einerseits ist der Verlag seinen Autoren freundschaftlich verbunden und hält ihnen die Treue. Dies stellte bereits Alfred Anders fest. Es galt und gilt aber auch für so unterschiedliche Charaktere wie Friedrich Dürrenmatt, Hartmut Lange, Urs Widmer, Patricia Highsmith, Donna Leon, Benedikt Welz, Bernhard Schlink, Daniela Krien, Doris Dörrie, Simone Lappert, Andrea De Carlo, Federico Fellini, Marco Balzano, Raffaella Romagnolo oder Ingrid Noll. Und das sind nur einige. Der Verlag, und darin ist er ganz altmodisch, vertritt Autoren und deren Werke und nicht einzelne Bücher. Es sind mehr als 800 Schriftsteller mit über 8000 Büchern. Andererseits steht das F auch für Familie. Und dieser Begriff umfasst nicht nur die vielköpfige Schriftstellerfamilie, Schriftstellersippe ist man geneigt zu sagen, sondern auch die Herkunftsfamilie von Philipp Kehl. Und an dieser Stelle können wir schon einen Riesensprung im ABC zum V machen. Vater, von dem Philipp Kehl das Erbe übernommen hat. Der Sohn eines Vaters zu sein, der eine beinahe mythische Größe war und außerdem sagenumwoben, war sicherlich nicht nur einfach. Aber dass der Sohn das Erbe seines Vaters vor 10 Jahren antrat und auf seine Weise kreativ umdeutet, spricht sehr für die Familie, in der es, so habe ich mir erzählen lassen, abends oft hochherging. Denn das Wohnzimmer der Kehls war Treffpunkt von Künstlerinnen und Autoren. Dürrenmatt leerte seine Weinflaschen, es wurde diskutiert, debattiert, gestritten, sich wieder versöhnt und gelacht. Eine Trennung zwischen privat und beruflich gab es nicht. Der Verlag umfasste beides. Man schien im Verlag zu Hause gewesen zu sein und das Zuhause war auch der Verlag. Übrigens ist auch das sehr typisch für Enrico Filippini, deswegen passt der Preis so gut. Jetzt kommt das G und das steht in meinem kleinen Lexikon für Geschäft. Ohne einen Sinn dafür geht es nicht. Ein Verlag muss Geld verdienen. Große internationale Bestseller können weniger populäre Autoren querfinanzieren. Früher konnte man mit Büchern viel Geld verdienen, heute ist das nicht mehr so einfach. Philipp Kehl besaß die Weitsicht, eine Sparte für den Vertrieb der Filmrechte aufzubauen. Unter diesem Eintrag muss aber auch unbedingt vermerkt werden, dass Philipp Kehl in einer bewundernswerten Aktion und nach mühseligen Verhandlungen die Anteile des zweiten Inhabers Betscher 2019 zurückkaufte. Diogenes ist also weiter ein Familienunternehmen. Das Haus zählt zu den größten unabhängigen belletristischen Verlagen überhaupt in Europa und es gehört zu 100% Philipp Kehl und seinem Bruder. Wir kommen zu dem Buchstaben H und unter H darf nichts anderes verzeichnet sein als Humor.
Das kleine, begeisterte Schwein habe ich schon erwähnt. Und ohne Humor wäre das Verlagsgeschäft natürlich sowieso nicht zu ertragen. Aber auch sonst, so scheint mir, spielt Humor eine große Rolle. Tomi Ungerer besaß eine geniale Begabung für Humor, was sich immer wieder auf seine Bücher niederschlug. Oft erkannte man die Spitzfindigkeit erst auf den zweiten Blick. Es gibt die wunderbaren Bücher von Sempé und es gibt Loriot. Loriot hat gemalt und gezeichnet, von Möpsen und Menschen erzählt, von Männern und Frauen, hat Lebensweisheiten zusammengetragen, den Wahlkampf beobachtet und festgehalten, wie jemand Spaghetti isst. Wer bei Loriot nicht lacht, hat einfach kein Herz. Einen überberstenden und ins Groteske kippenden Humor besitzt übrigens auch der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov, dessen wild gewordenen Charaden, in denen immer wieder durchgedrehte Präsidenten eine Rolle spielen, seit einigen Wochen mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben, als uns lieb ist. Vom H machen wir einen kleinen Sprung und landen direkt beim K, das in meinem Diogenes-ABC für Kunst steht. Philipp Kehl ist nicht nur selbst ein Künstler mit einem scharfen Blick für das Besondere im Alltäglichen und übrigens auch ein Autor, dessen speziellen Selbstauskunftsbücher All About Me und Simple Diary Millionenauflagen erreichten. Philipp Kehl hat auch das sofort wiedererkennbare Erscheinungsbild von Diogenes geprägt. Die durchgängig weißen Schutzumschläge mit einem charakteristischen Bild, meistens ein Gemälde auf dem Einband, eingefasst von einem Rahmen aus einer schwarzen Linie. Aber hinter K verbirgt sich zweifellos auch der Krimi. Früher waren es die berühmten schwarz-gelben Einbände, die dieses Genre markierten. Ganze Reihen von Raymond Chandler oder Eric Ambler bestücken die Regale in bundesdeutschen Wohnzimmern. Die neueren Vertreter dieses Genres wie Martin Walker mit seinen französischen Krimis oder die beiläufig makabre Ingrid Noll erscheinen im Gewand des Hauptprogramms. Das gilt auch für die herausragende Gesamtausgabe von Patricia Highsmith. Paul Ingdey und Anna von Planta haben herausragende Arbeit geleistet und die große Neuausgabe bewerkstelligt, darunter auch einige Erstausgaben von Erzählungsbänden, alles in teils neuen oder durchgesehenen Übersetzungen, ergänzt durch äußerst lesenswerte Nachworte. Im vergangenen Herbst ist eine Ausgabe der Tagebücher und Notizhefte von Patricia Highsmith erschienen und auch das war ein Ereignis. Der dickleibige Band ist nicht nur ein Blick in die Werkstatt einer besessenen Autorin, sondern auch ein Panorama der New Yorker Bohème. Man solle sich schön machen, wenn man sich an den Schreibtisch setzt, die beste Bluse anziehen, Lippenstift auflegen, empfiehlt Highsmith. Diesen Ratschlag, der von Respekt für die eigene Arbeit zeugt, ist Gold wert. Ich würde viele Dinge machen. Ich würde gern viele Dinge machen, in meinem Kopf und auch außerhalb, schrieb Highsmith. Und dies scheint das geheime Motto von Philipp Kehl zu sein. Der Buchstabe K könnte nicht zuletzt für Klassiker stehen, denn auch die spielen eine wichtige Rolle bei Diogenes. Ich erinnere an die Kassetten mit den wichtigen Balzac-Romanen, an sorgfältig gestaltete und schön aufgemachte Ausgaben von Somerset Maugham, Carson McCullers, Scott Fitzgerald und natürlich Anton Tschechow. Unter L sollten wir die Lust erwähnen, ohne die sich die Arbeit mit Büchern nicht bewältigen lässt. Zweifellos gilt das für sämtliche Abteilungen des Verlages, vom Lektorat über die Herstellung, den Vertrieb und die Pressearbeit. Dass alles immer noch im Haus selbst angesiedelt ist und keine externen Agenturen beauftragt werden, ist ebenfalls etwas, was in Zeiten von schlanken Strukturen auffällt. Unter L verzeichnen wir selbstverständlich das Lesen, so sehr es durch die neuen Medien ins Hintertreffen geraten ist. Vielleicht mag diese Kulturtechnik an Anziehungskraft verloren haben, aber umso mehr müssen wir daran festhalten. Wir sind allesamt bekennende Lesende mit Hang zur Sucht und Lesen erlaubt ein Innehalten, das Eintauchen in fremde Welten bietet Raum für Reflexionen. Wer liest, denkt anders. Und schließlich steht das L auch für Literatur, die in einer großen Vielfalt bei Diogenes vertreten ist.
Erstaunlich ist die enorme Bandbreite. Sie reicht von Hartmut Lange über John Irving und Ian McEwan bis zu Conny Palmen und Banana Yoshimoto. Wir springen zum M. Unter M könnte man den Mut anführen, den Philipp Kehl bewiesen hat und den er vermutlich jeden Tag braucht, um ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern zu führen. Und von hier geht es zum P, das für Programm steht. Im Frühjahr und im Herbst segeln den Kritikern dicke Hefte ins Haus, die im selben Design daherkommen wie die Diogenes-Titel. Von hier springen wir im ABC unter Auslassungen einiger Buchstaben direkt zum S für Stabilität. Und die hängt mit dem unternehmerischen Stil zusammen, mit dem Philipp Kehl das Haus weiterführt. Das V für Vater hatten wir schon. Auch der Verlag fällt nicht ganz zufällig unter diesen Buchstaben. Bei W kann ich nicht anders, als an die Welterfolge des Verlages zu erinnern, die großen internationalen Bestseller. Dazu gehören, die Namen fielen bereits, Patrick Süskinds Parfum und Bernhard Schlings Vorleser. Als ich in Brasilien fragte, welche deutschen Autoren man kenne, waren es diese beiden. Beim Z fällt mir die Zukunft ein, die ich Philipp Kehl und dem Diogenes Verlag wünsche. Vielleicht mit ein bisschen Zauberkraft, wie sie der Zauberlehrling auch braucht. Auf dass er sich und sein Haus behaupten kann und uns mit seinem breiten, bereichernden Programm erhalten bleibt. Herzlichen Glückwunsch zum Premio Filippini, lieber Philipp Kehl. Vielen Dank. Was für ein schwindelerregendes ABC. Danke vielmals, Maike Albert. Und danke für diesen wunderbaren Preis. Ich weiß überhaupt nicht, womit ich ihn, und kokettiere auch nicht damit, verdient habe. Denn so lange mache ich das ja noch nicht. Ich habe ein paar Worte aufgeschrieben, weil ich dachte, dass muss man auch, wenn man so einen Preis bekommt. Und ich hoffe, dass das auf Deutsch geht. Wenn Sie wüssten, wie lange ich mir einen Preis für irgendetwas gewünscht habe, hätten Sie ihn mir nie gegeben. Gestern habe ich Paolo Di Stefano im Flur gesehen nach dem Essen und habe gesagt, warum Himmels Willen haben Sie an mich gedacht? Und er hat gesagt, er musste sehr dafür kämpfen, dass ich diesen Preis mit Diogenes bekommen sollte. Mein Leben lang begleiten mich merkwürdige Zufälle, so auch hier. Erlauben Sie mir bitte, auf die Ähnlichkeit von Filippini und Philipp hinzuweisen. Meine Familie hatte schon immer eine große Nähe, wir haben es gehört vorher, zu Italien. Konnte kaum leben ohne einen Teller Spaghetti, einen Sommer am Meer und ohne die Italiener, die so wunderbar verrückt sind wie die Filme von Fellini. Aus dem Begehren, mit dieser Kultur so oft wie möglich etwas zu tun zu haben, entstanden Freundschaften und aus diesen Freundschaften wiederum, fanden immer mehr Autoren und Künstler zu Diogenes. Ich habe Menschen, die wissen, was sie können und was sie mit sich anfangen wollen, immer bewundert. Enrico Filippini gehört auch dazu. Er hat in seinem viel zu kurzen Leben Herausragendes geleistet. Es ist kein Geheimnis, dass ich mit einigen Autoren und Künstlern aufgewachsen bin, die Enrico Filippini verehrt hat. Einer davon hat mir, als ich sehr jung war, geraten, ich soll nie von meinem Weg abkommen und auch wenn ich dabei immer ein Suchender bleibe. Und ein anderer meinte, das einzig Wahre ist, was ein Mensch macht und nicht, was er sagt. Ich gehe eher nicht davon aus, dass andere mich und meine Arbeit ernst nehmen, vielleicht, weil ich mich selber nicht allzu ernst nehme. Ich wollte nie Künstler werden, es blieb mir einfach nichts anderes übrig. Aber ich wollte auch nie Unternehmer, nie Manager und erst recht nicht Verleger werden. Liebe Conchita Filippini, lieber Paolo Di Stefano, liebe Maike Albert, liebe Shelley Kupferberg, liebe Raffaella Romagnolo,
Lieber Bernhard Schlink, ich hoffe, Sie nehmen mir das jetzt nicht übel, was ich gerade gesagt habe. Was mir hingegen schon immer ein Anliegen war, ist das Erzählen, die Neugierde, die Verspieltheit, etwas auszuprobieren. Das Showbusiness schlechthin, nämlich natürliche Talente und ihre Begabungen zu entdecken. Das, womit ich aufgewachsen bin, war eine wunderbare Herausforderung, ein Fluch und ein irrsinniges Privileg. Im Grunde genommen ist mir bei allem Zweifel und kulturellem Überdruss tatsächlich nie langweilig. Ich danke von Herzen Enrico Filippini, ich danke Ihnen, ich danke meinen Eltern, ich danke Lisa und meinen Söhnen und ich danke allen, die mich auf diesem Weg begleiten, für ihr Vertrauen, ihren Humor und ihre Geduld. Ja, lieber Philipp, ich erlaube mir, dass du, weil ich ja schon seit einigen Jahren moderativ tatsächlich die Arbeit des Diogenes Verlages begleiten darf und wir schon viele Gelegenheiten hatten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gibt es eigentlich den legendären Waschmittelkarton noch, habe ich mich gefragt, diesen Gründungsmythos des Diogenes Verlags? Er hieß immer wieder anders. Ich habe ihn nie gesehen, aber er hieß einmal Schuhschachtel und einmal Holzkiste und einmal Waschkarton. Heute Abend habe ich zum ersten Mal gehört, aber es war auf jeden Fall eine einfache Ordnung. Das ist jedenfalls eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ein Verlag scheint mir wie eine sich immer wieder weiterentwickelnde Skulptur zu sein. Es gibt irgendwie einen festen Kern und drumherum ist alles sehr, sehr dynamisch. Und ich dachte mir, durch die Künstlerbrille, die du ja immer aufhast, denke ich zumindest, auch wenn du es nie werden wolltest, ist das vielleicht ein Bild, was dich ansprechen könnte. Entspricht das so deiner Vorstellung, wie sich ein Verlag entwickelt? Fester Kern, drumherum Dynamik? Ich glaube, es ist vor allem viel Arbeit einfach. Und natürlich sind wir im weitesten Sinne oder brauchen wir dynamisch zu sein, sonst geht das nicht. Mhm. Aber es ist für mich immer wieder erstaunlich, was in diesem Haus geleistet wird und was auch draußen bei den Buchhändlern geleistet wird, dass das Buch überhaupt noch da ist, dass es gelesen wird, dass wir Bücher verkaufen, dass wir so viele neue Autoren machen dürfen und sie sich behaupten können und Leser finden. Das ist wirklich ein kleines Wunder, wie Frau Albert ja gesagt hat. Und wenn man zu viel darüber nachdenkt, wird einem nur schwindelig. Also man muss eigentlich immer wieder wie ein Student oder ein Lehrling in sein Büro gehen, in sein Atelier gehen, nach Hause gehen zu den Kindern, dann bleibt man frisch mit allem und nicht dürr und nicht matt. Diogenes-Bücher sind weniger langweilig. Das ist einer der berühmten Sätze über die Diogenes-Bücher. Es gibt ganz viele. In meinem Büro im Deutschlandfunk Kultur habe ich ein Plakat aufgehängt. Digital kann mich mal. Darüber wird immer geschmunzelt. Und gerade in Corona-Zeiten haben die Kollegen noch mehr drüber geschmunzelt, weil wir alle wissen, naja, geht nicht anders. Oder wenn ich lese, mache ich keinen Käse, klebt bei mir auch irgendwo auf einem Heft. Das sind so Diogenes-Sätze und ich glaube, die meisten stammen dann doch von dir, Philipp. Wann und wo entstehen solche? Ich weiß nur, Martin Suter hat das Poesie-Ping-Pong beim Rasieren erfunden. Hat er sich die Aufgabe gestellt, immer irgendeinen Satz nach dieser Art und Weise zu kreieren. Wie ist es bei dir auch beim Rasieren? Ja, also ich mache gerne solche Dummheiten und die entstehen meistens dann, wenn man nicht unbedingt will, dass etwas entsteht. Vielleicht beim Rasieren, vielleicht während dem Telefonieren, aber nicht konzentriert.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Diogenes-Kern aus, wenn wir also diese dynamisch sich entwickelnde Skulptur des Verlags uns nochmal vor Augen führen, dieser feste Kern, was macht der denn für dich aus in puncto Diogenes? Was ist dieser feste Kern, was ist unumrückbar für dich in der Verlagsarbeit? Ja, schon das Programm. Also ich denke, das ist der Kern, mit dem man etwas anfängt, ist der Stoff. Und wenn es keinen Stoff gibt, gibt es auch nichts zu tun. Also ich bin immer wieder verblüfft, wie gerade jetzt, am Dienstag geht das Programm für den Herbst in die Druckerei, wie das gelingt jedes Mal, wie eine Welle, die irgendwie anrollt, wie ein Tsunami und dann, bumm, ist es plötzlich da. Diese Aufregung, dass das immer wieder funktioniert, ich glaube, das ist der Auslöser dafür, der Sturm für dieses Programm, ist der Stoff, sind die Autoren. Und das war auch meine große Angst, als ich vor 10 Jahren mich einfach mal in den Stuhl setzte meines Vaters und dachte, ich will nicht zurückblicken und denken, dass ich da irgendwas verpasst habe vor lauter Angst oder Zweifel. Und meine größte Angst war, dass ich tatsächlich nicht so viele neue Autoren finde. Und so wie ich aufgewachsen bin, ist das auch nicht so verwunderlich, weil beide meine Eltern immer fanden, ich sei strenger als sie. Und ich fand das gar nicht unbedingt, aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht so leicht fällt, neue Autoren so gut zu finden wie Klassiker, mit denen ich aufgewachsen bin. Oder eben wenn man Bücher liest von so wunderbaren Autoren, wie zwei davon heute hier anwesend sind, Raffaele Romagnolo und Bernhard Schlink, das ist für mich großartige Literatur, da kann man sich nicht vorstellen, dass es einem so leicht fallen wird, ein paar ähnliche davon zu finden. Und man darf auch nicht alles vergleichen, das ist ganz klar, aber der Standard war relativ hoch gesetzt und ich habe mich doch sehr gewundert, die letzten 10 Jahre, dass es uns gelungen ist, eine Menge neuer Autoren zu finden und dass das auch geglückt ist, mit ihnen auch eine neue Generation mit Autoren aufzubauen. Es sind auch viele Frauen darunter. Ja. Das hat sich tatsächlich auch gewandelt, glaube ich, wenn man sich die vielen Jahre und Jahrzehnte anschaut. Philipp, gab es denn etwas, was dir dein Vater mitgegeben hat für die Arbeit in einem Verlag, so ein paar Basics, weil du sagst, du bist mit gewissen Ängsten verständlicherweise angetreten. Konntest du auf ein paar Weisheiten und Binsen zurückgreifen bei der Arbeit? Ja, ich habe ja meinen Vater bei der Arbeit zugeschaut. Ich saß oft in seinem Büro, habe meine Aufgaben da gemacht. Da gab es eine kleine Ecke zum Sitzen und einen Glastisch, einen Couchtisch. Und da saß ich und hab ihm einfach zugeguckt. Und er war in seinem Element, sehr oft am Telefon, eigentlich ausschließlich war mein Vater, das ist so das Bild meines Vaters, ist Telefon und ein Bleistift zwischen den Lippen, wenn er Manuskripte gelesen hat, und ein Bier in der Hand, wenn er das Manuskript gelesen hat. Und ich glaube, das, was ich mitbekommen habe, ist einfach, wie er, mit welcher Leidenschaft er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und das ist ja etwas, was man entweder in sich hat oder nicht. Das kann man jemandem nicht weitergeben. Und ich habe viel Leidenschaft für viele Dinge, sonst hätte ich das nicht versucht. Und was er vor allem mir gelernt hat, ist eigentlich nur ein Satz: spekuliere nicht. Und weil er eigentlich nie etwas für den
wirtschaftlichen Erfolg gemacht hat, sondern eigentlich alle seine sein Enthusiasmus galt immer dem, was er wirklich toll fand und das hat er gemacht. Ob es dann funktionierte oder nicht funktionierte, ob es Geld gebracht hat oder keines, das war ihm wirklich wurscht. Und das ist eigentlich eine große Freiheit, wenn man das in sich tragen darf, weil auch ein paar Mal dieser Verlag wirklich nicht an einem sehr guten Punkt war und mein Vater ein paar Mal wirklich kein Geld mehr bekommen hat von der Bank, diesen Verlag weiterzuführen. Also es war jetzt nicht so, dass es nur immer Erfolg gab bei Diogenes. Aber das ABC klang Gott sei Dank besser als das. Dieser Preis ehrt Menschen und Initiativen, die sich in der Literatur- und Verlagswelt durch Mut und Innovationsgeist auszeichnen. Das haben wir bereits gehört. Und du sprachst schon von der Leidenschaft, die es braucht. Kann ich mir sofort vorstellen. Aber dennoch ist es ja eine gravierende Entscheidung zu sagen, ich übernehme einen Verlag, ich führe ihn weiter. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was dich zu dieser Überzeugung gebracht hat? Oder vielleicht war es auch gar nicht die Überzeugung, sondern erst einmal Wagemut und der Versuch. Welche Argumente waren es? Es war wirklich eine rein intuitive Entscheidung und letztlich auch eine ganz praktische, denn ich wollte mit diesen Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, weiterhin etwas zu tun haben. Die Vorstellung, dass alles, das ich kenne, plötzlich weit weg von mir ist oder sagen wir mal nicht so weit weg, aber nicht mehr da, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und das hat eigentlich gereicht. Mehr war es gar nicht. Und dann war die große Frage, ob das funktioniert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob das funktioniert mit den Autorinnen und Autoren, jetzt muss man ja immer beides sagen, nicht? Und ob das funktioniert mit dem Buchhandel und ob das funktioniert mit der Presse, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und irgendwie habe ich gedacht, das weiß man nach 3 Monaten, nicht man, aber ich weiß nach 3 Monaten, ob das sich einigermaßen gut anfühlt oder nicht. Schwierig, das habe ich vorhin gesagt, wäre die Vorstellung, irgendwann zurückzublicken und sagen, du hast in dem Moment deines Lebens keine Lust gehabt, dich mit dem Verlag auseinanderzusetzen. Also verkauft man ihn oder gibt ihn weiter und dann schaut man zu, was mit diesem Verlag passiert. Und wahrscheinlich wäre er heute nicht mehr unabhängig, nehme ich mal an. Und, aber das ist alles jetzt nicht so wichtig, was gewesen wäre. Denn ich glaube wirklich sagen zu dürfen, wir haben Glück gehabt, ich habe Glück gehabt die letzten 10 Jahre mit diesem Verlag, weil es ja alles nicht so toll aussah. Als ich ihn übernommen habe, ging es eigentlich erst mal eine Weile lang bergab. Nicht, weil ich den Verlag übernommen habe, sondern weil es einfach in der Verlagswelt zu diesem Zeitpunkt nicht so gut bestellt war. Die letzten Jahre waren dann sehr erfolgreiche Jahre. Diese Unabhängigkeit und ein Familienunternehmen überhaupt weiterzuführen, ist schon was Besonderes, wenn man sich die Verlagslandschaft anschaut. Was bedeutet diese Unabhängigkeit nochmal für dich? Du scheinst mir auch ein sehr unabhängiger Geist überhaupt zu sein. Könntest du dir das überhaupt anders vorstellen? Nee, ich glaube nicht, weil das etwas ist, was ungewöhnlich war in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, diese Freiheit zu haben zu Hause, das war etwas ganz Besonderes. Also was wir mit auf den Weg bekommen haben oder was uns vorgelebt wurde von unseren Eltern, war irgendwie komisch. Also man kann das, man kann das gar nicht verstehen als Kind, was das ist, aber man hat uns auf jeden Fall nicht erzogen, sondern man hat uns beigebracht, mit einer gewissen Gerechtigkeit durchs Leben zu gehen und nicht auf andere Menschen zu zeigen, so ganz klare Dinge, die
hier eine Linie geben sollen für den Lebensweg, aber eigentlich mehr nicht. Also man hat auch nicht gesagt, es wäre schön, wenn du das studieren würdest oder dies machen würdest, sondern man hat uns sozusagen der Entwicklung überlassen. Und das hat mich sicher geprägt, jetzt auch für meine Arbeit mit dem Verlag. Ich höre sehr viel auf das, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Ich bespreche die Dinge. Ich glaube nicht, dass das, was ich denke, richtig ist oder vor allem richtig ist, sondern ich mache mir ein Bild aus dem, was sich da zusammenträgt, und bin sehr dankbar für jegliche Unterstützung, die ich dabei bekomme, weil ich könnte es nie allein machen. Es ist unmöglich. Man muss dem, was die Leute denken über Projekte, über Möglichkeiten, muss man Glauben schenken und es dann in irgendeiner Pfanne schmoren lassen und gucken, was dabei herauskommt für einen. Und dann muss man entscheiden am Schluss. Und das Entscheiden ist natürlich schwierig, wenn alle zugucken. Ein Teil deines Teams sitzt auch heute hier, Ruth Geiger, Ursula Bergenthal, Stefanie Uhlig ist mitgekommen. Dieses Motto des Festivals lautet ja unsere Odysseen, könnte man sicherlich auf viele Biografien anwenden, so auch auf deine. Du hast lange in den USA, wir haben schon gehört, du hast dich in vielen Welten getummelt und tust es immer noch, bist ein sehr vielseitig interessierter Mensch, aber auf den italienischen Faktor würde ich dann doch gerne nochmal zu sprechen kommen, der auch schon heute Thema war und der ja auch nicht unbedeutend ist eben für diesen Premio Enrico Filippini, eben diese Connection nach Italien. Wie sehr spielt die für dich bis heute eine Rolle, jenseits dessen, dass deine Familie ohne Spaghetti und Reisen nach Italien nicht auskam, was ich absolut verstehen und unterschreiben kann, geht mir ähnlich. Ja, eine große, also ich bin ja mit einer Neapolitanerin aufgewachsen, die ich mehr gesehen habe als meine Eltern. Die hieß Carmelina Ferrari, die ist irgendwann, als ich vierjährig war, so alt wie mein älterer Sohn jetzt, zu uns nach Hause gekommen und und ich habe zu meinen Eltern gesagt, wieso ist diese Frau so dick und wieso kommt jetzt diese dicke Frau hier zu uns arbeiten? Und meine Mutter sagte, das sagt man nicht und das ist unsere neue, eine Frau, die uns jetzt helfen wird, damit es mit dem Haushalt geht, damit ich ins Atelier gehen kann und meine Kunst machen kann und dass dein Vater seine Arbeit im Verlag besser machen kann. Und diese Carmelina Ferrari wurde eingestellt und kaum war sie eingestellt, hat sie geweint bei meinen Eltern am Tisch beim Frühstück und hat gesagt, sie sei leider schwanger. Sie war aber nicht schwanger im ersten oder zweiten Monat, sondern sie war schwanger im achten Monat. Und nur der kleine Philipp hat es gemerkt. Sehr schön. Und dann hatten meine Eltern gesagt, das hätten sie uns doch sagen müssen und so weiter. Und auf jeden Fall ist sie dann 20 Jahre bei uns geblieben und hat meinen Bruder Jakob und mich sozusagen erzogen oder es versucht oder es auch versucht. Und dadurch sind wir nicht nur in Verbindung mit Fellini und anderen großartigen italienischen Geistern verwandt, sondern wir haben wirklich diese napoletanische Art von dieser Familie Ferrari mit auf den Weg bekommen und die mir wahrscheinlich auch mehr hilft, als dass es mir bewusst ist. Und diesen Zugang dann auch sprachlich zu Italien zu haben, das hat mich sehr geprägt. Ich liebe Italien. Ich bin jedes Jahr, seit ich ein Kind bin, den ganzen Sommer in Italien. Das ist schon fast ein Ritual oder das einzige Ritual in meinem Leben ist, dass ich
den Sommer in Italien verbringe, und zwar nicht 2 Wochen, sondern 2 Monate am liebsten. Und wir waren sehr oft in Rom, das hat mich auch geprägt. Wir waren sehr oft in Neapel. Und Fellini war für mich wie eine Vaterfigur, wie Tommy Ungerer auch. Ich hatte ein paar Väter, die mich auch bestimmt ein bisschen vermurkst haben. Also das ist nicht nur alles, was ich mit denen erlebt habe, ist großartig, aber die haben mich auf jeden Fall sehr, nicht nur beeindruckt, sondern haben mich auch geschliffen. Und alles, was ich als Künstler mache oder alles, was ich als Künstler Natur in mir habe, haben die auf jeden Fall mitgeprägt. Und wenn ich in Italien bin, bin ich glücklich, und wenn ich im Norden bin, bin ich etwas weniger glücklich. Und das trifft, glaube ich, fast für die ganze Welt trifft das zu. Das ist sicherlich eine Lebensphilosophie, die aber auch konstruktiv sein kann, gerade wenn man einen Verlag führt, wenn man nach Geschichten sucht, auf der Suche nach Autorinnen und Autoren ist, sich für Stoffe wiederum öffnen kann, dann kann das auch diese Traurigkeit auch was Konstruktives bewirken. Möglicherweise haben auch Sie Fragen an Philipp Kehl, herzlich gerne. Vorneweg noch eine meinerseits. Philipp, ich wäre ja zu gern bei dem Gespräch dabei gewesen, als du deinen Vater davon überzeugt hast, dass die Diogenes-Bücher so auszusehen haben, wie sie aussehen. Ich selbst bin auch mit denen groß geworden. Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame, weiß, Diogenes, völlig klar, steht noch in meinem Regal. Was war das für ein Gespräch und wie kamst du überhaupt genau zu diesem Layout, zu dieser Idee? Also ich war damals kurz in der Werbung tätig nach der Musikschule in Boston, nicht lange, 1,5 Jahre, und das war halt so eine Zeit, wo man unglaublich viel Geld verdienen konnte für ein bisschen Blödsinn, den man getestet hat, oder für ein paar Ideen, die man gehabt hat, hat man viel, viel Geld bekommen. Und ich wollte Künstler werden oder sein oder mir das leisten können, wenigstens nicht meinen Vater um Hilfe bitten die ganze Zeit, was sowieso nicht funktioniert hätte. Und habe mit diesem Geld meine ersten Kameras und Farben gekauft und Papier, was ja alles viel kostet. Und in dieser Zeit habe ich auch gelernt, Corporate Identity, also quasi den Look von einer Firma, von einem Unternehmen, und hatte das Vergnügen, mit diesem berühmten David Ogilvy in Amsterdam zu essen und habe dann einen großen Auftrag machen können in der Werbung. Und das fand ich dann spannend einen Moment lang und bin dann mit meinem Vater auf einen Spaziergang gegangen an einem kleinen See in der Nähe von Zürich. Und mein Vater hat mich oft gefragt, was findest du von diesem Autor, lies bitte mal dieses Buch, oder wie gefällt dir dieser Titel, oder wie gefällt dir diese Einladung, oder wie findest du diesen Satz, oder wie findest du diese Headline. Und wir hatten es eigentlich da immer gut zusammen. Also das war eigentlich immer wie eine Freundschaft und nicht wie Vater und Sohn. Das Gleiche galt auch mit meiner Mutter, wenn wir einen Film von Almodóvar anschauten zusammen oder ein Bild in einem Museum anschauten. Wir hatten sehr oft die gleiche Meinung oder haben an derselben Stelle gelacht. Das ist ja auch etwas, was in Freundschaften besonders schön ist. Und als wir da an diesem See spazierten, sagte ich zu meinem Vater, was sehr dumm war, wenn ich jetzt zurückdenke, hast du dir schon mal überlegt, was das Problem ist in einer Buchhandlung? Und er sagt, es gibt kein Problem in einer Buchhandlung. Und dann habe ich gesagt, findest du es nicht schwierig, dass man so überflutet wird von Eindrücken, wenn man in eine Buchhandlung geht, dass da so viele Bilder, so viele Farben, so viele Schriften, so viele Größen von Büchern liegen, das macht einem doch wahnsinnig. Man hat doch überhaupt keine Lust, irgendwo hinzulangen, weil man so überfordert ist. Und dann hat er gesagt, red nicht so einen Blödsinn.
Und dann habe ich hat er gesagt, und oder hast du eine Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, warum versuchst du nicht mal alles weiß zu machen, zum Beispiel, oder irgendwas, oder gelb oder grün oder. Und dann müsstest du dich auch nicht mehr so aufregen, wenn du in dein grafisches Atelier gehst, wo du jedes Mal 60 Varianten von Schriften, 60 Varianten von Design liegen hast und jedes Mal einen Wutanfall kriegst, weil keines dieser Umschlagsmotive dir so gut gefällt. Und da ich selber in dieser Abteilung gearbeitet habe, als Teenager bin ich durch das Haus gegangen, vom Lager über die Herstellung bis zum Lektorat und habe als Bote auch Botengänge gemacht für die Mitarbeiter, wenn sie irgendwas gebraucht haben. Also ich habe das damals miterlebt, wie mein Vater in der Herstellung diese Umschläge mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt hat und tobsüchtig wieder durchs Treppenhaus in sein Büro. Dem musste Abhilfe geschaffen werden. Und dann hat er nur mich angeguckt an diesem See und hat gesagt, mach du deinen Mist und ich mache meinen Mist. Und darum habe ich eigentlich, während mein Vater gelebt hat, weil das einfach, es war sein Verlag, das war sein Ding, das war seine ganze Mentalität steckte so tief da drinnen, dass man, egal wie respektvoll und liebevoll mein Vater auch sein konnte mit uns Kindern, ich wusste, dass ich diesen Verlag nicht anfassen soll und mich wirklich draushalten soll aus dem, was ihn bis zu seinem letzten Tag so gefesselt hat. Er konnte einfach nicht ohne diesen Verlag sein und Gott sei Dank war er auch sehr, sehr gerne mit uns, mit der Familie zusammen. Es war ihm was unglaublich Wichtiges. Es war ihm so wichtig, dass er auch manchmal geschrien hat, dass er es mir möchte. Und ich bin froh, dass ich mich nicht zu oft eingemischt habe, sondern nur ein paar Mal. Aber in dem Fall bin ich froh, dass es später, nämlich jetzt in dieser Sache, die wir heute hier erleben, eine Rolle gespielt hat, die ich die letzten 10 Jahre begleiten durfte. Haben Sie eine Frage an Philipp Kehl? Dann würde ich zum Schluss gerne wissen, deine Söhne, sie wurden schon erwähnt, die sitzen heute hier, Lisa. Die sind wahnsinnig still, ich kann es gar nicht fassen. Sie sind wahnsinnig still. Sie sind 4 und 3 Jahre alt, also alle Achtung, großen Respekt. Offenbar auch mit dem Verlag, voll und ganz aufgewachsen, anders geht's nicht, ähnlich wie du wahrscheinlich. Was würdest du ihnen denn mit auf den Weg geben, wenn sie irgendwann sagen, soll ich oder soll ich nicht? Dass sie immer so still sein sollen wie heute, das würde ich ihnen raten. Vielen Dank, Philipp Kehl. Danke. Und liebes Publikum, ich darf noch darauf verweisen, Sie haben ja gesehen, draußen gibt es einen wunderschönen Büchertisch, zufälligerweise auch 2 Bücher von Philipp Kehl heute sind darauf zu finden. Möglicherweise haben Sie ja Lust, noch ins Gespräch miteinander zu kommen. Das können Sie gerne tun. Ich weiß nicht, ob bei einer Spaghettata, aber auf jeden Fall beim Essen jetzt demnächst hier im wunderschönen Speiseraum. Uns allen noch ein schönes Festival und noch einmal herzlichen Glückwunsch. Auguri. Danke vielmals. Danke.
Okay, si test, 1, 2, si 3, test, si test, 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 prova si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova si test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allora torna a zero. File. Sì. Adesso di questo non c'ha bisogno. C'ha lì un, per registrare un, non so, un microfono. Non ottimale. Io ho lasciato a zero, eh? Tutto a zero.